Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen am Heiligen Abend. Ja, ich drehe dieses Video jetzt am Freitagmorgen vor. Also bei mir ist es noch relativ dunkel draußen, scheint heute kein heller Tag zu werden. Und ja, ich habe diese Woche Spätschicht und wäre sonst wirklich erst am 24. dazu gekommen, aber da hatte ich wohl nicht wirklich Zeit. Und auch am 25. wollte ich mir, ich sage jetzt mal, den Stress, ja, oder besser einfach irgendwas zum Tun sozusagen nicht auferlegen. Und ja, habe mich jetzt entschlossen, heute das Video abzudrehen. Ich habe ja im Grunde auch alle Bücher, die ich diese Woche begonnen habe, beendet. Und ja, dementsprechend kommt auch nichts wirklich Neues dazu, was ich komplett abgeschlossen hätte. Und da dachte ich, ich kann das eben auch einfach heute schon drehen. Und wann es dann online kommt, das seht ihr ja im Grunde jetzt, aber wahrscheinlich tatsächlich dann am Heiligen Abend. Mal gucken, wie ich es heute noch render und hochladen kann, dadurch, dass ich ja bis 7:30 arbeite. Aber das kriegen wir hin, soll nicht eure Sorge sein. Und ja, es ist die letzte vorweihnachtliche Woche ist sozusagen schon wieder rum. Es war für mich eine sehr schöne, eine sehr weihnachtliche Woche mit wirklich schönen Weihnachtsstimmungsmomenten. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und ja, auch schon mit wunderbarer Post, die mich erreicht hat. So ein paar Karten habe ich hier hinter mich schon gestellt. Andere sind noch geschlossen, die ich dann wirklich auch erst morgen sozusagen am 24. aufmachen werde, weil da halt noch irgendwas Kleines mit drin ist, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ja, bei mir war gestern Abend bereits Bescherung. Ich habe das tolle Paket der lieben Sandra, alle Kanäle natürlich unten in der Infobox auspacken dürfen und ich glaube, eine neue Sammelleidenschaft hat begonnen, dazu aber dann später mehr. Ja, es sind diese Woche 3 Bücher geworden. Das erste, das ich beendet habe, war Aurora von Kim Stanley Robinson, ein Science-Fiction-Roman aus dem Heine Verlag. Ja, mir war einfach nochmal in diesem Jahr nach Science-Fiction, nach all dem Besinnlichen der letzten Wochen, dachte ich, Mensch, so Giants, dieses Jahr einer deiner Favoriten und auch Red Rising, wenn man es mehr oder weniger als Science-Fiction-Dystopie vielleicht betiteln möchte. Und da dachte ich, machst du mit Aurora weiter. Ja, dann haben wir im Leseklub gelesen, Auf den ersten Blick, jede Liebe braucht, hat ihre Geschichte oder so, herausgegeben von Stephanie Perkins. Da habe ich heute früh im Bett die letzte Geschichte beendet. Es waren ja 12 Kurzgeschichten, die wir jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit gelesen haben. Und ja, dazu dann natürlich auch mehr. Und dann, ja, und dann habe ich ein Hörbuch gehört, und zwar von George R. R. Martin, das Lied des Eisdrachen. Eigentlich eine Kindergeschichte, und ich war aber so neugierig, und bei Audible gibt es diese Kurzgeschichte, die ja, glaube ich, auch nur knapp 100 Seiten hat, und ja, ich glaube, zum halben Preis habe ich, also zum halben Audible-Gutschein sozusagen, konnte ich sie mir herunterladen, und das habe ich ausgenutzt und ja, diese vermeintliche Kindergeschichte dann auch angehört. Dann gab es so ein bisschen was an Filmen, an Weihnachtsfilmen, und es sind ein paar Neuzugänge bei mir eingezogen, die ich euch zeigen möchte, und auch das Buch, was wahrscheinlich mein letztes physisches Buch dieses Jahr sein wird, voraussichtlich, wobei es mich ja gestern schon sehr gepackt hat, darin zu lesen. Und Katze wieder da, wie sollte es anders sein? Und ja, allerlei zu erzählen, und ich denke, wir fangen einfach mal an. Na, so machen wir das. Und zwar mit Aurora von Kim Stanley Robinson. Das Buch ist am 14. November im Heine Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 12 und hat knapp 560 Seiten. Mich hat hier einfach interessiert, einfach mal was von Kim Stanley Robinson zu lesen. Seine bekannte Mars-Trilogie wird ja immer im Science-Fiction-Bereich in alle Höhe gelobt. Und ich war da einfach mal neugierig und dachte, fängst du mit der Trilogie an? Ach nein, du nimmst einfach sein neues Buch. Und es klang vom Klappentext unglaublich spannend. Und ich war einfach neugierig, wie die Geschichte so sein wird. Und so habe ich es jetzt auch gelesen. Ja, wir sind hier auf einem Generationenschiff, welches ca. 165 Jahre von der Erde zu einem anderen Planeten oder einem anderen Mond reisen möchte, um dort ja, neu anzufangen. Und es sind knapp um die 2000 Menschen, die ja, im Grunde darauf hinarbeiten und hinzielen, dann eben den neuen Planeten zu bevölkern. Und
Und sie suchen eben auf diesem Schiff, auf dieser Reise, nicht nur die Idee, was dort auf dem neuen Planet anders, besser gemacht werden kann, sondern es geht natürlich auch so ein bisschen darum, diese Menschen zu führen und die Politik auf diesem Schiff zu erleben. Und die aber auch selbst noch nicht so ganz sicher ist, wie sie denn eigentlich führen möchte. Und wie man dann eben auch eigentlich damit vorgehen möchte, diesen Planeten, diesen Mond zu besiedeln. Und wir verfolgen da so unterschiedliche Geschichtsstränge in diesem Buch. Und das Buch ist auch eher eine Dokumentation als eine Geschichte. Und ich fand das anfangs gar nicht so schlecht, kam aber wirklich schwer in die Geschichte rein. Also ich fand ja diesen Interviewstil bei Giants unglaublich gelungen und spannend und interessant. Die Spannung ist hier doch sehr auf der Strecke geblieben. Dadurch, dass man nicht einen oder zwei Menschen irgendwie verfolgt hat, fand ich das tatsächlich hier ein bisschen, dass das ein Nachteil ist, dass man immer so im großen Ganzen Dinge erfahren hat. Fand ich ein bisschen schwierig, weil ich eben gerne so eine echte Geschichte gelesen hätte. Vielleicht auch über die 165 Jahre so ein bisschen mit unterschiedlichen Rollen. Ich weiß nicht, ich hatte da keine echte Vorstellung. Im Nachgang natürlich zu sagen, das und das hätte ich mir anders gewünscht, ist immer einfach. Macht es aber dem Autor jetzt natürlich auch nicht leichter, denn die Geschichte ist geschrieben. Was hier wirklich durchgängig immer wieder fehlt, ist Spannung. Also ich habe mir eigentlich das vorgestellt, was im Klappentext steht. Doch was da im Klappentext steht, das kommt erst so, ich sag mal, vielleicht im letzten Drittel überhaupt vor. Und man quält sich so durch die ersten zwei Drittel und denkt, ja, wann ist es denn endlich soweit? Und es sind wirklich unglaublich viele Längen dabei. Es gab Passagen, die ich wirklich nur überblättert habe, weil sie mich einfach überhaupt nicht interessiert haben. Und man hat aber immer diese Hoffnung, dass irgendwann das eintritt, was der Klappentext verspricht. Und liest dann eben wieder ab einem gewissen Punkt weiter und denkt sich, oh, es geht schon wieder so langweilig weiter. Also es war wirklich eine sehr langweilige Science-Fiction-Geschichte, die viel Länge hatte, die sehr detailreich war und das ich ja wiederum bei Fantasy liebe, aber ich finde, es hat bei Science-Fiction einfach nichts zu suchen. Ja, das ist so mein Gedankengang, der mir einfach so im Nachgang da ein bisschen einfällt. Ich finde es schön, wenn alles eine neue Welt beschrieben wird. Aber was macht man denn auf einer Reise, auf einem Schiff? Warum muss da alles so detailreich erzählt? Also ich fand es wirklich unglaublich lange. Entschuldigt, unglaublich lange. Und man hatte manchmal das Gefühl, man hat eigentlich gar keine Lust mehr zu lesen. Also es war jetzt nicht das spannendste Buch schlechthin. Ich fand auch schwierig, dass viel Biologie eingebaut wurde und wir auch sehr viel über so ein isoliertes, eigenständiges Ökosystem erfahren haben. Ja, das ist ganz schön, mal über 10 Seiten, aber immer wieder, so beim letzten Mal dachte ich so, ach, ich könnte jetzt einen Planeten besiedeln und wüsste, was zu tun ist. Es wird ja auch oft gesagt, Aurora erinnert ein bisschen an den Marsianer und Mark Watney und das fand ich überhaupt nicht. Natürlich hatte Mark Watney auch Probleme auf dem Mars, wer hätte das nicht, aber das war hier definitiv etwas ganz, ganz anderes und diese Erklärung mit dem Ökosystem und ich fand das sehr anstrengend. Ich fand es wirklich sehr anstrengend und nicht unterhaltsam. Es gibt so ein bisschen eine überraschende Wendung, immer mal so, ich würde das wirklich so in Drittel aufteilen, so nach dem ersten Drittel und dann halt auch so gegen Ende und die waren aber für mich eigentlich dann, auf das, was ich gewartet habe, kam nicht. Ich fand es sehr enttäuschend. Und was man hier auch hat, ist ein bisschen Kill Your Darlings, also Charaktere, die man irgendwie ins Herz geschlossen hat, denen geschehen ganz schlimme Dinge bis hin zum Tode und ich fand das irgendwie unnötig. Also ich verstehe den Sinn dahinter. Ich verstehe das ja auch bei das Lied von Eis und Feuer, dass keiner sicher ist, um die Spannung aufrechtzuerhalten und das Leben eben auch mal liebe Menschen sozusagen mitnimmt. Hier hat es manchmal einfach keinen Sinn gemacht und ich hatte das Gefühl, die sterben nur des Sterbens wegen. Und ich wurde mit der Geschichte leider nicht warm.
ich habe mich dann so wirklich durchgequält und wie gesagt, ich habe halt manche Passagen tatsächlich dann auch nur über, nur überblättert. Jetzt muss ich das mal hier rüberlegen, sonst, ja, wo steht meine Katze rum? Auch nur überblättert. Das, worauf ich gewartet habe, kam irgendwie nicht. Also ich finde den Klappentext sehr, sehr irreführend, denn die Geschichte hat nur wenig mit dem Klappentext zu tun. Und wer hier spannende Science-Fiction erwartet, bei mir ist sie nicht angekommen. Also leider, leider nicht wirklich ja, so das passende Buch für mich. Also ja, war eher enttäuschend. Es waren anstrengende 560 Seiten. Also... Und die dreimal, die ich weitergeblättert habe. Ne? Also, ja, ja. Ganz anders ging es weiter mit dem Hörbuch Das Lied des Eisdrachen von George R.R. Martin. Ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Es ist ein Kinderbuch für Kinder ab 8 Jahre, ist im 2. November im CBJ Verlag erschienen, kostet als gebundene Ausgabe 10 Euro, als E-Book 5. Und das Hörbuch mit etwas über einer Stunde Hörzeit war für den halben Audible-Preis erhältlich, also im Grunde auch 5 Euro. Und die gebundene Ausgabe hat 128 Seiten und das Hörbuch wird gesprochen von Reinhard Kunert. Und das Hörbuch ist nicht einfach nur ein Hörbuch, in dem gesprochen wird. Nein, wir haben wunderschöne Musik eingebaut, so ein paar Hintergrundgeräusche, die einfach zur Story passen. Und es war wunderbar gesprochen, wunderbar inszeniert und das hat wirklich ganz viel Spaß gemacht, das zu hören. Und ja, wie man schon auf dem Cover sehen kann, geht es eben um einen Eisdrachen. Es geht aber erst in erster Linie um Adara, ein junges Mädchen, die in der kältesten Nacht des Winters geboren wird. Und es ist der schlimmste Winter seit Menschengedenken und dieser Winter fordert dann eben auch das Leben ihrer Mutter. Auch sie als Neugeborene ja, scheint vom Winter gezeichnet zu sein oder ich glaube im Buch nennt man es berührt worden zu sein, denn Adara ist blond, blauäugig und ihre Haut bleibt auch im Sommer immer kalt. Und Adara ist auch ein sehr ernstes, stilles und in sich gekehrtes Kind, die aber mit großer Leidenschaft immer wieder auf den Winter wartet, denn ihr Herz gehört ihrem Eisdrachen, der eben immer in der Winterzeit kommt. Und dort lernen wir, die vielleicht nur das Lied von Eis und Feuer kennen, endlich einen Eisdrachen kennen. Und ich weiß nicht, ob es ein Foresharing auf das Lied von Eis und Feuer ist. Vielleicht treffen wir da ja irgendwann auch mal auf einen großen Eisdrachen. Hier haben wir ihn im Grunde schon in großer Form, aber eben sehr ja, märchenhaft. Und ja, diese Freundschaft, die Adara mit ihm verbindet, ist einfach wunderbar. Denn sie kann ihn anfassen, sie kann auf ihm fliegen, auf ihm reiten, ohne ja, im Grunde davon Kälteblasen oder Sonstiges von sich zu tragen. Und wir erfahren eben auch so ein paar Details über Eisdrachen, über den Unterschied zu anderen Drachen. Und es ist... faszinierend, wie die Geschichte anfängt, denn es wird sich erstmal die Frage gestellt, ob der Winter die Eisdrachen bringt oder der Eisdrache den Winter. Und ich musste da ganz oft an das Lied von Eis und Feuer denken, denn auch da hat man ja oft das Gefühl, kommen zuerst die Drachen, kommt zuerst die Magie oder ist es umgekehrt? Und auch der Winter, was bringt ihn dazu, so ungleichmäßig zu kommen und wieder zu gehen? Und ich fand das ganz interessant. Natürlich als Kind mit 8 würde ich mir die Fragen nicht stellen, weil ich dann natürlich das Lied von Eis und Feuer nicht kennen würde. Aber in dem Fall kann ich mir natürlich diese Frage stellen und ich fand dann diese Gedankenspiele sehr, sehr schön. Ja, es ist definitiv ein Kindermärchen. Wir haben eine moralische Geschichte dahinter. Es ist hier wenig Friede, Freude, Eierkuchen. Es geht hier schon sehr barsch zu. Auch Adara und ihre Familie ist nicht jetzt wirklich die Bilderbuchfamilie, aber Adara ist eben einfach anders und sie ist sich selbst. Und ich finde, das ist so eine Message, die in Kinderbüchern immer geht und ich mochte Adara unglaublich gern. Auch wenn ich ihre Liebe zum Winter nicht teilen kann und auch nicht konnte, habe ich doch einfach ihre Liebe verstehen können. Und ich habe immer, wenn Adara sich gefreut hat über den Eisdrachen, habe ich mitgeschmunzelt und das sieht natürlich besonders doof aus bei einem Hörbuch.
Ja, dementsprechend, ne? Ich fand es eine wunderschöne Märchengeschichte. Ich habe im Internet so ein bisschen gelesen, dass viele es keinen Kindern für 8 Jahren empfehlen würden, sondern vielleicht so ab 10, 12. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann das nicht verstehen. Es ist eben einfach schon eine Geschichte, die Kinder so ein bisschen auf die Welt vorbereitet, keine Frage. Es ist aber einfach sehr schön erzählt und rübergebracht. Und dadurch, dass es eben nicht in unserer Welt spielt, wie manch anderes Märchen oder manch andere Kindergeschichte, denke ich, können das Kinder sehr gut trennen. Und ich muss mal ehrlich sagen, auch an Rotkäppchen ist nichts wirklich Märchenhaftes. Also, wie die da alle am Ende gefressen werden und dann wird da der Bauch aufgeschnitten und, also ich weiß nicht. Ich finde, Märchen sind immer sehr brutal in ihrer Gänze und ich finde, dass das Lied des Eisdrachen in keinster Weise so extrem brutal ist, wie man das so ausgedrückt hat. Ich empfand es nicht so. Ich empfand es wunderbar erzählt, ganz liebevolle Details mit eingebaut. Ich fand für so eine erste Fantasy-Geschichte, die man vielleicht einem Kind in die Hand drückt, fand ich es wirklich sehr gelungen und wunderschön gemacht. Ich mochte einfach so diese Welt, ich mochte das Eintauchen, ich mochte den Erzählstil von George R. R. Martin. Ich fand es wunderschön, wie es auch gesprochen wurde, wie es auch inszeniert wurde mit der Musik. Es war wirklich ein Hörgenuss, das leider nur ein bisschen was über eine Stunde gedauert hat, aber es hat mich diese Stunde wirklich begeistert und mich immer mit einem Lächeln da sitzen lassen und ich fand es toll. Es war an den wichtigen Momenten spannend und es wurden auch so die richtigen Fragen, finde ich, beantwortet, die man vielleicht für eine Kindergeschichte braucht, so ein bisschen durch dieses Moral, dieses was ist richtig, was ist falsch und was eben passiert, wenn das Böse in der Welt Einzug hält, ohne zu klischeehaft oder kitschig zu werden. Überhaupt nicht. Das liegt auch, glaube ich, George R. R. Martin nicht. Ich finde, er hat das mit dem kleinen Eisdrachen und Adara wirklich wunderbar gemacht. Und es ist wunderschön, diese Geschichte zu hören, vielleicht auch zu lesen. Ich würde hier wirklich das Hörbuch empfehlen. Und es hat mir wirklich unglaublichen Spaß gebracht. Also es war wirklich eine wunderbare Stunde, die ich abtauchen konnte in eine andere Welt. Und das wiederum ja zu meiner Game of Thrones-Sucht sozusagen gepasst hat, wo ich ja jetzt aktuell in Staffel 4 bin diese Woche und ich das einfach passend fand und jetzt eben natürlich so ein bisschen den Bezug von beiden Geschichten sozusagen suche oder immer mal versuche, Adara in der Welt von Das Lied und Eis und Feuer zu sehen und vielleicht ist das gar nicht so abwegig, ne? Ich glaube, George R. R. Martin macht in seiner Fantasy-Welt nichts, was nicht irgendwie zusammenpasst und aber ach ja, ich glaube, genug geschwärmt und gehen wir mal zum dritten Buch. Ja, das dritte Buch ist dann auf den ersten Blick herausgegeben von Stephanie Perkins. Jede große Liebe hat ihre Geschichte. Das ist unser Leseclub-Buch, der Leseclub von Alicia, Phil und mir. Und wir hatten uns ja im Grunde für das Dezemberbuch eben für ein weihnachtliches Buch entschieden und hatten ja 3 weihnachtliche Bücher in der Umfrage. Und was soll ich sagen? Ein wunderschönes Buch, zumindest von außen mit einem pinken Buchschnitt, goldener Schrift. Und hier heißt es, lange kalte Nächte sind zum Verlieben da. Und wir haben uns das Buch, ich glaube jetzt 10 Tage lang, wann haben wir gestartet? Am 16., nicht mal 10 Tage, 3, 6, 8 Tage lang haben wir uns das eingeteilt. Heute waren die letzten beiden Geschichten. Die eine habe ich gestern noch gelesen, die andere heute früh. Und was soll ich sagen? Ja, es sind Kurzgeschichten unterschiedlicher Autoren von Gail Forman, Holly Black, David Levithan, Lainey Taylor, Rainbow Rowell und auch Stephanie Perkins. Von manchen hatte ich schon gehört, von anderen nicht und werde nach diesem Buch auch von den wenigsten noch etwas hören. Aber mal so zu den Fakten des Buches. Erschienen ist es am 8. September diesen Jahres im Arena Verlag, kostet gebunden 17 Euro, als E-Book 14. Ich habe es mir gebraucht, ich glaube für 9 Euro gekauft, hat 320 Seiten, die wir eben so aufgeteilt haben, damit wir jeden Tag möglichst gleich viele Seiten haben. Wir haben nicht der Reihe nachgelesen. Es gab eben auch manche Tage, wo wir zwar etwas kürzere Geschichten gelesen haben und enthält eben 12 Kurzgeschichten. Und ich möchte jetzt gar nicht auf jede einzelne Kurzgeschichte eingehen, denn das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich muss wirklich sagen, ich hatte mir von diesem wunderschönen Cover, diesem tollen Titel und diesen 12 Autoren etwas viel, viel Besseres erwartet. Ich muss ehrlich gestehen,
dass es mich nicht begeistern konnte. Es gibt so zwei, drei Geschichten, die ich gut fand. Es gibt auch eine, die ich doch sehr schön fand. Ich glaube, das war auch die von Rainbow Rowell. Das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ich habe es nämlich gar nicht aufgeschrieben. Das war die von gestern, also vom 22. Biereimer und das Jesuskind. Nein, Myra McIntyre fand ich ganz schön. Von der war auch Hourglass. Und ich glaube auch die von heute, ne? Ich glaube, die von heute war der Stern von Bethel. Nein, heute habe ich, glaube ich, das Mädchen, das Träume weckte. Ja, von Lainey Taylor. Da hat man gemerkt, dass diese Autoren tatsächlich auch in der Kürze etwas rüberbringen können. Bei allen anderen hatte ich den Eindruck, dass sie zwar Geschichten erzählen können, aber diese nicht in Kürze spannend und schön irgendwie rüberbringen können. Ich fand die Geschichten durchweg okay, Ich war aber spätestens nach der vierten Okay-Geschichte auch einfach genervt von diesem Buch und dachte mir, jetzt musst du wieder zu diesem Buch greifen. Also, es war tatsächlich sehr, sehr schwierig, sich täglich zu motivieren, wieder eine dieser Kurzgeschichten zu lesen, die einem wahrscheinlich eh nicht gefallen wird. Ich weiß auch nicht, was sich die Autoren dabei gedacht haben, warum diese Bücher, die weihnachtlich sein sollen, es teilweise nur begrenzt sind, weil eben das Buch vielleicht irgendwie in der Winterweihnachtszeit spielt. Aber es ist keine echte Weihnachtsstimmung aufgekommen, es ist wenig Wärme in mir aufgetaucht und ich fand es teilweise wirklich unglaublich langweilig. Also selbst auf 30 Seiten haben es manche Autoren geschafft, dass man sich gelangweilt hat und dass man genervt war und dann noch vielleicht an dem Tag noch eine zweite Geschichte hatte und man sich auch dachte, okay. Ja, leider war es nicht mein Buch diese Woche. Wie ihr seht, bis auf der kleine Eisdrache hat mich diese Woche tatsächlich dann nicht sehr viel begeistern können. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie schwierig, mich zu begeistern. Ja, es waren einfach zu viele gute Bücher dieses Jahr. Ja, es waren Kurzgeschichten, die halt irgendwie okay waren, aber ich weiß halt nicht. Ja, ich habe auch auf das große Ganze im Buch gewartet und dachte, vielleicht ergeben die Geschichten, wenn man sie alle kennt, dann irgendwie noch mal mehr Sinn. Aber auch das war nicht der Fall. Also ich kann das Buch leider nicht empfehlen. Es sieht wunderschön aus. Mal gucken, was ich damit mache. Ich bin ja nicht der Buchsammler in diesem Sinne oder der wegen einem schönen Cover sich das Buch aufhebt, obwohl es schlecht war. Ja, wahrscheinlich verkaufe ich es einfach mal bei meiner nächsten Aussortieraktion einfach mal mit. Was soll ich sagen? Also es war leider wirklich nicht, was mich vom Hocker gehauen hat. Klar können einem nicht alle 12 Geschichten gefallen, das habe ich auch gar nicht erwartet, aber ich dachte zumindest so Geschichten, wo man sagt, oh cool, schön, ich freue mich auf die nächste. Aber wenn man halt so denkt, oh Gott, nochmal weiterlesen, ist es halt schon schade, ja. Also leider keine Empfehlung und das gilt ja für zwei Bücher in dieser Woche, wenn man so möchte. Also sowohl Aurora als auch auf den ersten Blick beides Bücher, die mich nicht so begeistert haben, wie ihr auch merkt. Da fehlen mir dann tatsächlich auch fast so ein bisschen die Worte dafür, weil ja, Schwärmen gefällt mir einfach besser als drüber meckern und ja, dementsprechend ja. Ja, ganz anders. Es sind diese Woche tolle Geschenkbücher bei mir eingetroffen und die möchte ich euch einfach kurz zeigen. Und zwar hat mir die liebe Jackie Fellgut ihr Weihnachtsbuch zu Weihnachten geschickt. Die schönste Zeit des Jahres mit einer wunderbaren Signierung und einer schönen Karte. Und ich ja, habe mich so mega darüber gefreut. Und ja, es ist das zweite Buch, was ich jetzt von ihr auch im Regal habe. Und es fühlt sich super interessant an. Also es ist so ganz weich von außen. Und es ist halt echt schön, diese tolle Weihnachtsgeschichte jetzt in Händen zu halten und nicht nur auf dem E-Book-Reader zu haben. Und ja, da danke ich ihr auf jeden Fall dafür. Und dann gab es eine Aktion vom Bastei-Lübbe Verlag für Blogger und Booktuber. Wenn man sich, glaube ich, irgendwie neu registriert in der Blogger-Kartei, dann durfte man sich ein Buch aus dem Verlag aussuchen. Und ich glaube, die Bedingung war, dass es dieses Jahr erschienen ist. Ich habe mich komischerweise für ein Buch ja, entschieden, das bereits ja im letzten Jahr erschienen ist, mir das aber bei der Angabe gar nicht so aufgefallen ist und weil ich es eben erst in diesem Jahr gehört habe. Und zwar, ja, noch ein E-Book, das ein Hardcover wurde, nämlich Elias und Laia von Saba Tahir. Denn ich finde wirklich Band 1 und 2
Ja, es sind einfach Geschichten, die ich nicht nur als Hörbuch haben möchte, sondern die ich eben auch als echtes Buch hier stehen haben möchte. Und ich finde das Cover auch wunderschön. Und auch das zweite ist ja dann weiß. Und ja, es ist schön, den jetzt hier schon mal stehen zu haben. Und ich glaube, dann dauert es auch nicht lange, dass der zweite bei mir einzieht. Und ja, super schön, hat mich echt gefreut, dass Bastei Lübbe so eine Aktion gemacht hat. Und ja, ich habe mich wirklich mega über die Bücher gefreut. Ja, dann gibt es ab Januar eine kleine Kooperation, die ich zusammen mit Media Control machen darf. Und da ist eben auch das Büchlein bei mir eingezogen. Denn es gibt eine Buchverfilmung, über die ich dann berichten darf und auch eine kleine Verlosung, die ich machen darf. Und es dreht sich alles um das Buch von James Bowen, Bob der Streuner. Ein Buch, das ich schon lange, lange, lange lesen möchte, von dem ich nur Gutes gehört habe. Und ja, das Büchlein ist diese Woche bei mir eingetroffen, damit ich es vor dem Film sozusagen lesen kann. Und auch ich darf dann ein kleines Gewinnspiel im Januar veranstalten, passend zum Filmstart. Das ist der 12. Januar. Und ja, es ist ja eine Geschichte, ich glaube, vom Straßenmusiker. Die beruht ja auf eine wahre Geschichte, genau. Und der eben seinen Kater überall mit hinnimmt, sozusagen, beziehungsweise der Kater überall mit hingeht. Und es sind hier auch wunderbare Bilder mit enthalten, wo man einfach so ein bisschen sieht. Ja, also sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde jetzt das Cover von der Kinoausgabe nicht ganz so gelungen. Ich glaube, das Originalcover war tatsächlich ein bisschen schöner, passender. Aber ich bin ja keiner, der sich an Covern irgendwie aufhält. Dementsprechend ja, freue ich mich, dass das Buch bei mir angekommen ist. Ich freue mich auf die Kooperation. Und ja, dann eben auch ein Gewinnspiel im Januar für alle Zuschauer sozusagen veranstalten zu können. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Freut euch auf den 12. Januar. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, gestern begonnen habe ich dann mit einem Riesenwälzer. Und ich habe es ja schon gesagt, das wird das letzte physische Buch der kommenden Woche sein. Ich glaube auch, dass ich grob daneben nichts lesen werde. Wahrscheinlich eher hören. Ich hätte ganz viel Lust auf Cecilia Ahearns Perfect. Und habe ich ja auch noch auf meinem Audible-Sub. Und ich glaube, dass ich dann zum Hören dazu greife, gerade wenn man dann doch mal unterwegs ist. Und zwar ist das auch eine Kurzgeschichtensammlung. Der Bruder des Königs von George R. R. Martin und Gardner Dozois, herausgegeben im Penhaligon Verlag. Es ist ein Wälzer mit über 1060 Seiten oder knapp 1060 Seiten. Ein ja, Wahnsinnsbuch. Ja, zwei Kurzgeschichten wurden von mir gestern bereits verschlungen. Man kann es gar nicht glauben. Ja, Wahnsinn, ne? Also wenn es dann flutscht, flutscht es. Ja, aber mehr dazu dann auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche, weil ich glaube schon, dass ich es schaffe, das so in der nächsten Woche zu lesen, obwohl es doch relativ nach viel klingt, ne? Also so mal kurz nachdenken, es könnte gerade so hinkommen. Man hat natürlich über Weihnachten auch noch so ein bisschen was anderes zu tun, als zu lesen. Aber ich muss ja während der nächsten Tage auch dann arbeiten. Also ich gehe auch Montag in die Arbeit. Und die ganze Woche allerdings immer nur 6 Stunden, was ich ganz schön finde, wenn dann um 2 eben Feierabend ist und man dann schöne Nachmittage einfach verbringen kann. Ja, aber ich freue mich drauf. Ich habe ja auch noch das andere Kurzgeschichtenbuch von ihm hier stehen. Die Königin im Exil sind ja auch 20 Kurzgeschichten. So. Ja, und ich freue mich darauf, damit jetzt loszulegen. Also habe ich auch von Penhaligon zur Verfügung gestellt bekommen und hat deswegen jetzt auch einfach Vorrang vor dem anderen Kurzgeschichtenbuch und ja, man merkt hier aber definitiv einen Unterschied, nämlich dass das Autoren sind, die Kurzgeschichten auch schreiben können. Bis jetzt. Also diese zwei ersten Geschichten fand ich wirklich großartig. Also hat mir gut gefallen. Und die erste oder die zweite war sogar, ich glaube es war die zweite, war von Gillian Flynn, die ja auch Gone Girl geschrieben hat. Und ich hatte da tatsächlich etwas ganz anderes erwartet. Und ja, ne, richtig. Also von daher, das hat schon mal gut geklappt. ja, was gab es die Woche noch? Wir haben als weihnachtlichen Film letzte Woche am 4. Advent Wunderschön ist das Leben, oder? Wunderschön ist das Leben? Das Leben ist schön, so. Das Leben ist schön mit James Stewart geguckt. Das ist ja so ein Was-wäre-wenn-Film. Ich glaube auch ziemlich der erste, der sich damit so beschäftigt hat.
wo es eben darum geht, was wäre, wenn eben der eine Mensch, der da dort steht und sich selbst umbringen möchte, weil er aus voller Verzweiflung nicht mehr weiter weiß, wenn der nie gelebt hätte. Und dann eben ein Engel auf die Erde kommt und ihm das Leben zeigt, was passiert wäre, wenn er eben nicht gelebt hätte. Ich kriege jetzt schon der Gänsehaut, eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte, noch in Schwarz-Weiß, mit zig Oscars versehen, und auch James Stewart hat ja, glaube ich, insgesamt 3, man kennt ihn ja vielleicht auch aus Hitchcock-Filmen, also eine ganz tolle Weihnachts-Wintergeschichte. Ich liebe die einfach. Also ich mag so alte Filme. Als nächstes würde ich mir auch gerne noch so in der Weihnachtszeit Jede Frau braucht einen Engel gucken. Irgendwie bin ich da in der Weihnachtszeit, vor Weihnachten noch gar nicht dazu gekommen, mit Gary Grant. Auch einer meiner absoluten Lieblings-Weihnachtsfilme. Und die Eiskönigin haben wir die Woche vorher geguckt. Und ach ja, ich liebe das einfach. Ja, auch Fantastische Tierwesen wurde von mir diese Woche noch einmal bestaunt. Und es hat auch beim zweiten Mal unglaublichen Spaß gemacht. Und man nimmt tatsächlich noch mehr Dinge wahr als beim ersten Mal, weil man einfach nicht so total im Flash sitzt, sondern einfach so ein bisschen gechillter einfach gucken kann, wie ich fand. Ich fand es großartig, ich liebe diesen Film, ich liebe Newt Scamander, ich kann es gar nicht anders sagen, ich mag den Schauspieler, ich sitze immer wieder da und habe meine Schwester angeschubst, ach guck mal, wie er da guckt und guck mal, wie er da schaut und guck mal, wie er das macht, und ich habe mir immer noch nicht den Namen gemerkt des Schauspielers, irgendwie, ach, google den Namen einfach mal. Ich kann es mir echt nicht merken. Ja, also dementsprechend eine schöne Woche auch mit Game of Thrones Staffel 4. Ich bin tatsächlich noch nicht so weit in Staffel 4. Ich glaube jetzt erst bei Folge 5. Und was soll ich sagen? Ja, es waren so viele andere Dinge diese Woche, dass ich dann tatsächlich gar nicht so groß zum Game of Thrones schauen gekommen bin. Ja, gestern Abend gab es dann ein liebes privates Hangout mit der lieben Sandra. Viele Grüße an dich. Ich hoffe, du schaffst oder hast die Tage geschafft, weil wenn du das Video siehst, wirst du wahrscheinlich deinen letzten Arbeitstag vor Weihnachten schon geschafft haben. Da ist sie wieder. Und ich durfte gestern schon das Weihnachtspaket von ihr live sozusagen auspacken und ich war total begeistert. Und es ist da auch ein Büchlein dabei, das zeige ich euch aber erst in den Neuzugängen. Aber ich möchte euch was ganz anderes zeigen, nämlich etwas, was mich bei vielen anderen schon immer begeistert. Ich selbst aber immer dachte, willst du damit anfangen? Und jeder, der jetzt mich vielleicht ein bisschen länger kennt, der kann schon ahnen, was bei mir eingezogen ist. Denn mein erster Funko ist bei mir eingezogen. Ja, ich glaube, jeder Buch- und auch Filmserien-Fan hat irgendwie Funkos bei sich stehen. Und ich dachte mir auch, ach, die sind so schön und es gibt so von allem was. Und Sandra hat mir jetzt den ersten geschenkt und sie hat mir auch ihren ersten sozusagen geschenkt. Also nicht den gleichen, sondern, nee, nicht denselben, sondern den gleichen. Ich glaube, so ist richtig. Also den, der ihr erster war, ist sozusagen auch mein erster und es ist Harry Potter. Und ist er nicht niedlich? Ah! Ja. Ich finde ihn großartig. Ich mag die Details, auch mit seiner Blitznarbe, oben die kleine Krawatte. Das ist so niedlich gemacht. Und ich freue mich immer noch so darüber. Und er bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz im Bücherregal. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie immer buchgerecht hinstelle oder sie einfach so zwischen die Bücher spicke. Ich muss mal gucken, wie nach Weihnachten so mein Dekoplatz es erlaubt. Und ja, hat mich total gefreut. Und ja, jetzt bin ich Funko-süchtig, würde ich sagen. Habe auch schon eine kleine Wunschliste auf Amazon mit Funkos. All die, die mir gefallen. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was willst du zum Geburtstag, was willst du zu Weihnachten, schicke ich diese Liste los und ich hätte gerne Funkos. Ich finde, da kann man nichts verkehrt machen. Also das ist, ich danke der lieben Sandra. Ja, ne? Sandra, ich bin auch sehr gespannt, was du zu deinem Paket sagst und zu den Büchern, die drin sind. Und dazu, ja. Ich kann jetzt nicht mehr verraten, wer weiß, wann du das Video guckst, ob vorher oder nachher. Das war es so buch- und filmtechnisch und jedem ist es wahrscheinlich aufgefallen, ich war auch beim Friseur. Ich habe es ja auch auf Instagram, glaube ich, gepostet, direkt ganz spontan nach dem Friseur im Laufen, habe ich ein Foto gemacht, weil ich so umgeben von vielen Menschen war, dass ich dachte, alles andere, wenn ich jetzt stehen bleibe, fällt auf. Ich habe eigentlich das Bild meiner Mutter und einer Freundin schicken wollte, die unbedingt wissen wollten, wie denn mein Sidecut geworden ist. Also man sieht es, glaube ich, so ein bisschen, ich habe hier sehr kurzes Haar. Ich habe mich nicht getraut, es zu rasieren. Eigentlich rasiert man ja einen Sidecut weg, also
nicht Glatze oder auch, aber man macht das ja sehr kurz. Das habe ich mich nicht getraut. Vielleicht beim nächsten Mal. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es sehr cool. Mir gefällt es gut, dass einfach so hinten so ein bisschen diese Bob-Richtung geblieben ist. Die Seite ist eigentlich an Länge, hat die nicht sehr viel verloren. Jetzt finde ich mir schon wieder in die Haare. Es ist einfach nur so ein bisschen, ne? Die Länge, Seite hat eigentlich an Länge nicht allzu viel verloren, was genauso sein soll. Und die Seite wird eben die kurze bleiben. Und wenn ich eben mal keinen Bock auf den Sidecut habe, dann schiebe ich die Haare auf die andere Seite. Dann sieht es hier eben einfach normal aus, wie vorher halt auch. Und man bedeckt dann sozusagen seinen Sidecut. Also ich finde es sehr cool. Ich finde auch, hat meine Friseurin toll gemacht. Was jetzt noch ein bisschen fehlt, sind so ein paar Lichter im Haar. Also ich möchte sie jetzt nicht wirklich blondieren komplett. Ich bin auch von diesem Platinblond erstmal so ein bisschen an mir selbst genervt. Mich kitzelt es, heller zu werden. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt auch einfach dann im neuen Jahr. Aber ich werde das so ein bisschen versuchen, mit Strähnen und sowas zu machen. Es wird mal wieder ein erstes Mal geben, dass ich mich daran selbst versuche. Aber ich glaube, dass dann wirklich der Sidecut noch ein bisschen besser herauskommt, wenn die Seite so ein bisschen dunkler ist und das Resthaar, ach ja, so ein bisschen dunkler ist. Ja, also man wimmelt sich, finde ich, immer, wenn man frisch vom Friseur kommt, sowieso ständig in die Haare. Man denkt sich immer, irgendwas fehlt. Also mir geht es tatsächlich hier hinten so, weil sie doch relativ lang hier hinten waren. Und das Ziel war ja, sie länger wachsen zu lassen, aber eben in eine Bob-Richtung zu gehen und nicht einfach willkürlich wachsen zu lassen. Ich bin kein Langhaar-Mädchen. Ich finde das an mir unglaublich langweilig. Und wenn auch alte Videos ich mir mal angucke, die mir irgendwie angezeigt werden, und ich gucke mal so und denke, oh, Steffi, das bist du nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ich kann langen Haaren selbst nichts abgewinnen und deswegen, ja, war es mir jetzt tatsächlich eigentlich auch, obwohl sie ja noch kurz sind und waren, eigentlich schon wieder viel zu langweilig und deswegen musste jetzt mal was anderes her und ich mag es gern. Also ich, ja, und bis jetzt, mal gucken, was ihr schreibt, aber bis jetzt gab es noch keine Klagen über meine Frisur. Also von daher ist das alles gut. Also nicht, dass mir das wichtig wäre, aber na, es ist ja schön, wenn einem dann doch positiv aufgefallen erzählt wird, oh, du warst beim Friseur, sieht cool aus. Und ja, dementsprechend glaube ich, damit beenden wir jetzt auch die Bücherwoche. Ich habe, glaube ich, auch lange genug geplaudert. Und nun danke ich euch aber fürs Zusehen, wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, tolle und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit mit Familie, Freunden, euren Katzen, Hunden, wem auch immer. Lasst es euch gut gehen und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.